Ja, wir haben heute zwei verschiedene Halbzeiten gespielt. Erste Halbzeit war ich sehr zufrieden, wie wir in Abwehr gespielt haben. Aber Angriff war katastrophal. Das waren im Rückraum total Ausfälle, die kaum Druck gemacht haben. Aber das Ergebnis war trotzdem noch in Ordnung, weil wir in Abwehr sehr gut gestanden haben. Nein, das war ein richtig schlechtes Spiel von uns. Das, was Angriff anbetrifft, das war richtig schlecht. Zweite Halbzeit haben wir, glaube ich, 9 Bälle in den Gegner in die Hände abgegeben. Und dass wir so hoch verloren, das ist vollkommen normal. Aber das war für mich kein gutes Spiel auch von Dunkerque. Weil wenn wir so weitergespielt hätten, wie wir Abwehr gestanden haben und wenige Fehler gemacht haben, wäre anderes ausgegangen. Aber das Spiel war nicht schön. Was ein schlechtes Spiel. Heute war, ich will es nicht sagen, ich glaube, das war das beste Spiel von uns in 30 Minuten, was wir in Abwehr gespielt haben. Aber das war das schlechteste Spiel, was Angriff gespielt hat. Wenn Gegner jetzt voll gespielt hätte, hätten wir keine 15 Tore gemacht. Das kann man nicht vergleichen mit San Rafael, wo wir 30 gemacht haben, aber in Abwehr ziemlich schlecht gestanden haben. Das sind total zwei verschiedene Spiele. Aber was erwartet man? Erwartet man hier, dass wir... Natürlich habe ich erwartet, dass das besser gespielt wird. Aber dass man unbedingt sagt, vor dem Spiel, wir schlagen San Rafael oder wir schlagen Dunkerque, so weit sind wir nicht. Was erwarte ich? Wir haben heute gesehen, zum Beispiel, das war das schlechteste Spiel von Clement Cechté auf dieser Seite. Es gibt keine Alternative auf diese Position. Wenn Lück auf andere Seite auch nichts tut, da gibt es auch keine Alternative. Man muss sitzen, dann kann man nichts ändern. Wenn das so weiterläuft, kann ich ja nicht viel in Hand erwarten.